Ein Großteil der Insel besteht aus einem Naturreservat mit unzugänglichen hohen Klippen und Höhlen. Es ist eine wilde, dramatische Welt. Organisiert werden diese Touren von Rob Pennicott. Seine Begeisterung für die wilde Natur hier ist nach all den Jahren ungebrochen. Es hängt von den Gezeiten ab. Wenn der Wasserspiegel etwas niedriger wäre, dann würde die Fontäne noch höher schießen, so hoch wie die Klippe hier. Die war schon ganz schön, aber jetzt kommt ein Knaller. Wie ein Feuerwerk der Natur. Wir sind im äußersten Süden Tasmaniens, beinahe am südlichsten Punkt Australiens. Hier lebt ganzjährig eine große Population von Robben, auch Seebären genannt. Das sind australische Seebären. Ungefähr 2500 leben das ganze Jahr über hier, außer im November und Dezember, wenn sich die Tiere paaren. Hier treffen sich die männlichen Tiere. Es ist ein Junggesellentreff, wenn Sie so wollen. Sie kämpfen jetzt nur zur Übung. Zur Paarungszeit legen sie sich Harems zu. Die großen, starken männlichen Tiere haben 12 bis 14 Weibchen. Und die anderen, schwächeren Männchen müssen versuchen, irgendwie zu einem Quickie zu kommen. Sie werden bis zu 22 Jahre alt und wiegen dann rund 300 Kilo. An solchen Orten sollten Sie nicht schwimmen gehen, denn wo es Robben hat, sind auch weiße Haie nicht weit. Ich würde Schwimmen mit Robben deshalb nicht erlauben. Unsere Seebären ernähren sich vorwiegend von Fischen und Tintenfischen. Die Gegend hier ist ziemlich geschützt und deshalb sehr fischreich. Es hat viele hundert Robben hier, also muss es auch viel Fisch hier haben. Bis vor etwa 30 Jahren waren die Robben nicht geschützt, aber heute stehen sie unter Schutz.